Was also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Pokémon Schwarz, Maus weg. So, wir sind hier immer noch in der Traumbrache. Und mal gucken, was hier für wilde Pokémon gibt. Natürlich nur Mist. Ganz ehrlich, nur Mist. Es gibt hier, glaube ich, keine Pokémon aus vorigen Generationen, oder? Die Schwarz-Pokémon sind einfach teilweise so... So. Damit habe ich den Pokéball gefunden. Jedenfalls die ich kenne, sind alle irgendwie so... Ich weiß nicht, so komisch, so. Die will doch niemand haben. Okay, ich höre schon auf. Ich schaue mich auf der anderen Route um. Hier sind wir ja offenbar fertig, soweit. Flucht. Und weg hier. So, und dann werde ich mir überlegen, ob ich das hier als Projekt hochlade oder so. Dann wird die erste Aufnahmesession erstmal enden. Und ich komme da irgendwie nicht hoch. Okay, da hat es nicht sollen sein. Komme ich wahrscheinlich nur hoch, wenn ich dann Stärke habe. Oder kann ich das hier auch zerschneiden? Nö, kann ich nicht. Ich muss von der anderen Seite kommen, dann nehme ich einfach mal an. So, dann bin ich mal Wege weg. Pokémon Center heilen. Damit, ihr wisst schon wer, Dadokes, erstmal ein paar Kämpfe gewinnen kann und dann im Level aufsteigen kann. So. So, das war das. Ich bin weg. Ciao. Gut. Dann wollen wir uns mal auf der anderen Route umgucken. Hä, Opa, ich hab einen Orden. Siehst du? Ach, die Wissenschaftlerin Virion hat doch vorher nach dir so. Du weißt nicht alles, weißt du das? Da gehe ich halt zu Vivi. Ist da gerade was aufgetaucht? Hä? Was ist das? Irgendwas taucht da auf. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich kann ja nicht mal surfen. So. Ich höre sogar von hier aus. Hi. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traumdienst-Dunstes. Und damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze! Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt den CGIR verwenden kannst. Mithilfe des CGIRs kannst du per Infrarotverbindung, drahtloser Datenübertragung und so weiter kommunizieren. Ich laufe, um zu visualisieren, dass ich es geholt habe. Achtung bitte, CGIR an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern, wo Drahtlosverbindungen verboten sind, stets aus. Ich schalte ihn an. Am PC. Ist klar. Schau mal, das CGIR ist jetzt aktiv und der entsprechende Bildschirm erscheint. Wenn das Fragezeichen rechts unten berührt wird, kannst du dir sämtliche Erklärungen zum CGIR durchlesen. Also, zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gerne ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Du kannst dir doch noch etwas Zeit nehmen. Die Spielsynchron unter Verwendung des Traumdunstes erlaubt unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerung schlafender Pokémon. Genau, so können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Und wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird es sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der Einalregion Unova liegt, Realität. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Hat dies dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick auch mal deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst, also wirf dir ruhig mal einen Blick drauf. Oh, Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Taschentuch oder was? Adressbuch. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten oder mit Pokémon tauschen dann. Ne? Wie du das gern, wie das ganz geht? Ach, ganz einfach! Trage deine Freundescodes des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell oder in das Adressbuch ein oder
Ach nein, gibt kein Oder. Oder doch, doch. Oder registriere ihn über das Infrarotverbindung des CGS. Bla bla bla. Alles Multiplayer-Features, die wir hier nicht verwenden werden. Oder können. So, dann können wir jetzt endlich raus, ha? Huh? Danke, Opa. Er lässt mich endlich raus. Route 3. Hoch, ein Doppelkampf. Na gut, dass ich meine beiden hauptsächlichen Pokémon hier habe. Dann kämpft ruhig mit vereinten Kräften. Ist mir egal. Ich werde euch mit vereinten Kräften meiner Pokémon töten. Felio und Felilo, Mann, seid ihr kreativ. Gut, da habe ich meine beiden entgegenzusetzen. Aus irgendeinem Grund kleine Framerate. Ich habe nichts verändert. So, im Kampf würde ich sagen, erstmal ein Zuschuss gegen... Ach, der bewirkt in diesem Kampf dann was anderes. So, oder kann er sich eine von Darkness Attacken nehmen? Kratzer! Sie haben denselben Level meins. Nein, meins ist höher. Wir gehen erstmal beide auf dasselbe. Um zu verhindern, dass sie doppelt angreifen. Aber es bringt nichts. Schade. Greifen sie halt doppelt an. Dann würde ich sagen, Darkness wird das Felilu, das da ist, erledigen. Und die Aquaknarre widmet sich dem anderen. Erstmal der Kratzer. Darkness hat eine höhere Initiative als Fulukada. Auch bemerkenswert, wenn man den Levelunterschied bedenkt. So, in der nächsten Runde ist das auch tot. Heula! So, da es eh durch die Aquaknarre stirbt, kann ich jetzt auch genauso gut einfach mal ausprobieren, ob der Zuschuss dann mich die Attacke von Fulukada wählen lässt. So. Wir werden es gleich sehen. Oder ist es jetzt nur eine Unterstützungsattacke? Tatsächlich, er nimmt sich eine Attacke von Fulukada dann. Und nicht von irgendeinem Team-Pokémon. Und Aquaknarre. Boom. Brauchte nicht mal ein Volltreffer sein. Okay. Das ist doch schönes Training. Ah! So, dann schauen wir mal. Kann natürlich auch sein, dass ich dieses Projekt ditche und dann einfach direkt Hardgold oder Soul Silver mache oder so. Weil, ich weiß nicht, irgendwo... Mir gefallen die Pokémon von Schwarz-Weiß nicht so. Wir werden sehen. Linus, warte. Lass uns testen, wer von uns beiden Trägern des des Triordens geworden ist. Hä? Wir beide offenbar. Ich wusste nicht, dass er jetzt hier kommt. Bumm, da ist Charon. Charon Jäger. Moment, ich muss gerade mal mein Aufnahmefenster hier haben. So. Und perfekt. Serpifeu ist da. Level 14 schon. Das ist ein Problem. Zuschuss ist zu gefährlich. Ich nehme Kratzer. Ich habe aber ein zu niedriges Level, um das auf Dauer zu überleben. Rankenhieb. Ha! Deine Attacken sitzen nach wie vor. Und so. Ein Volltreffer war das auch noch. Hm. Muss ich wirklich wieder Grillmark einsetzen? Das sieht so aus. Aber auch nur, um den loszuwerden. Bom. Ja, netter Versuch, wa? Okay, dann werden wir den erstmal einäschern. Ein Dicke. Kannst die Attacke auch noch länger machen in der Animation? Und Feuer. Bam. Dieser Attacke hier wird mal pünktlich. Oh, verbrannt? Nein, es wird nicht verbrannt. Noch weiter einäschern. Ich weiß nicht, was da gerade eben passiert ist. Serpifeu setzt den Überblick ein. Ich glaube, Serpifeus Fähigkeit hat verhindert, dass er verbrannt wird. Sowas in der Art war das gerade. Dadurch wird die Angriff, die Dings da, die Erfahrungspunkte miterhalten. Und Fulukada wird nicht sterben im Kampf. So. Gut, Gallimark. Dadokes, das waren wenig EP irgendwie.
Philelo. Dadokes kommt und wird dann sofort gegen Fudokada ausgetauscht. Bam, bam, bam. Sofort austauschen. Und eintauschen. Fudokada! Da ist der Zuschuss. Mit dem Wachstum. Ist gut jetzt. Nassmacher. Heule? Okay, senkst du halt meine Werte. Ist mir doch egal. Ich werde jetzt erstmal den Nassmacher einsetzen. Stärke des Feuers ist geschwächt. Ich habe mich übrigens verdrückt. Der Zuschuss bewirkt. Er könnte einen Rankenhieb damit kriegen. Das ist gefährlich. Deswegen sollte ich hier jetzt langsam beenden. Oder eher gesagt, schnell. Zum Glück fängt er seine Verteidigung nicht. Aber ich brauche trotzdem 3 Attacken mindestens. Jetzt kommt Rankenhieb. Wickel. Das muss sehr komisch aussehen mit ihm. Sein Schwanz ist nämlich nicht groß genug, um Pokémon einzuwickeln. Bei Serpifeuer ist das okay, sein ganzer Körper kann wickeln. Mit all meinem Wissen ist es ein leichtes, alles aus dem Pokémon herauszuholen. Abwarten! Hier kommt Rankenhieb. Ich erwarte einfach über das Schlimmste. Nochmal. Meinetwegen. Bim. Bim. So, das war das. Tackle. Und damit haben wir's. Dadokes erreicht Level 12 und will Kratzfurie erlernen. Kratzfurie ist, gar nicht so schlecht. Die Stärke ist 18, die Genauigkeit 80. Ich gebe den Holder auf. Ich bin hauptsächlich für Offensivattacken, muss ich ja zugeben. Auch wenn ich weiß, dass das ein Fehler sein kann. Aber das hier ist ja kein Competitive Play, das hier ist ja nur die Singleplayer-Story. Ah, verstehe, so kennst du das also, hä? Huh? Aus dem Weg, weg da! Was war denn das jetzt? Hoppla! Belle, warum rennst du denn so? Sag mal, wo sind denn diese Typen eben hingelaufen? Dort entlang, aber... Nun, sagt schon, was? Warum denen die eine? Ach, schon weg. Ach, die haben sich aber schnell verkrümelt. Und was wird nun? Was wird nun aus meinen Pokémon? Nun, mach dir doch keine Sorgen. Alles wird gut. Also weine bitte nicht. Sag schon, Belle. Warum seid ihr eben hier so gelaufen? Dann halt dich mal gut fest. Diese Typen haben eben von dem Mädchen die Pokémon weggenommen. Hä? Warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Los, Linus. Wir holen uns die Pokémon zurück. Belle, du bleibst hier bei dem Mädchen. Ich hole mir erstmal das da. Super Trank. Bin ich jetzt eigentlich auf Route 3 oder so? Mal gucken, welche Route das ist. Bah. Es gibt auch immer nur dieselben Pokémon hier. Joa, Clef. Schon Level 9. Ich muss echt weiter trainieren. Ich bin unterlevelt. Bedum. Bedum. Bam, bam. Gut, dann würde ich sagen, gehe ich zum Pokémon Center und war's das für die Episode. So viel Zeit habe ich jetzt nämlich nicht mehr für diesen Part. Außerdem gibt es da oben noch was nachzugucken und das sollte ich vielleicht auch machen. Hä? Was ist denn das alles hier? Ich dachte, ich wäre hier auf einer Route. Pokémon Pension. Oh. Oh, so früh schon? Na, meinetwegen. Ich muss aber erstmal gucken, welche Route das ist. Route 3. Ich dachte, ich wäre schon auf 4 oder 5 oder so. Okay, weiß ich Bescheid. Auf zum Pokémon Center hier. So, heilen, speichern, tschüss sagen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Bitte um Kommentare. Dragline ist soweit over and out. Wenn ihr das hier seht, dann ist dieses Projekt im Laufen und aufhaltsam. Dann gibt es kein Hard Gold, Soul Silver oder was auch immer. Tschüss.